einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis 4 mit Brandenburg, bald Preußen. Wir drillen wieder ein bisschen. Rebellenfraktionen haben wir aktuell keine. Wir werden in 2 Jahren wieder versuchen, unser Land zurückzuerhalten. Genau, nebenbei schicken wir unsere Spione nach Wolgast. Die haben aktuell ein bisschen Probleme mit Bauern. Das ist perfekt. Das killt nämlich die Rekrutenreserve. Könnte Kriegsandrohung aussprechen. Ganz kurze Frage. Lol, ich habe einfach einen Kriegsgrund gegen Wolgast. Das habe ich gar nicht gewusst. Gehen wir wieder, komm wieder her. Hat sich gerade erledigt. Euch tun wir hofieren. Hofieren. So. 257. Also annektieren dürfte kein großes Problem sein. Beziehung verbessern geht durch. Also da haben wir eh die maximale. Dann können wir die gleich schon mal annektieren nebenbei in Mecklenburg. Die bringen uns eh nichts als Ding. Kriege ich eigentlich nochmal AI, wenn ich die annektiere? Nee, ne? Ich glaube ja nicht. Wir kriegen ja AI, wenn wir die zum Vasallen machen. Aber dann keine AI, wenn wir die dann quasi... Ja, genau. Polen wieder gegen den deutschen Orden. Der arme deutsche Orden hatte keine Chance gegen Polen. Vor allem mit ihrem Juniorpartner Litauen. Das Problem ist eigentlich nur Litauen. Polen alleine ist nicht so stark, aber der deutsche Orden... Ah, verbündet mit Ungarn? Aha. Es tut mir fast ein bisschen leid, dass ich mit dem deutschen Orden nicht verbündet bin. Haben leider keine Möglichkeiten, den Krieg zu erklären. Wenn wir jetzt noch eingreifen könnten hier an der Stelle, ne? Das wäre der Tod für die Polen, Alter. Schade eigentlich. Mal gucken, vielleicht... Ah, die Kroaten auch hier? Kroaten, Ungarn? Schauen wir mal. Mal gucken. Da gibt es die erste Schlacht und die Ungarn. Ja, die ungarische Armee ist leider immer mal sehr schwach, ne? Also, so wie es ausschaut, will sich Polen diese Gebiete wiederholen, so wie sie es schon immer getan haben. Wir drillen weiter. Dieses Drillen ist sehr stark. Also, man hat einfach sehr, sehr wenig Schaden, den man erleidet. Und dafür mehr Schaden, den man verursacht. Und diese prozentualen Vorteile, das darf man echt nicht unterschätzen. Das ist schon relativ stark, langfristig gesehen. So, wir können jetzt aber auch wieder... Genau, wir können jetzt wieder Gebiete holen. Deswegen einmal... Rekruten, Reserve global oder Steuereinnahmen. Wir holen in dem Fall uns mehr Rekrutenreserve. Haben wir 18.900 jetzt schon Maximum. Und, so komisch es jetzt auch klingt, umso mehr, desto besser. Denn, das bringt uns natürlich. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau, je mehr Truppen man hat, umso länger kann man Krieg führen und desto stärker wird man. Und das wollte ich sagen, genau. So, wir wollten jetzt erstmal die Stände wieder uns die Gebiete holen. Das ist immer so wenig, ey. 3000 Mann mucken hier auf. Das war's auch. Jetzt ist es auch nicht mehr so dramatisch. Wir kriegen auch keine Dings mehr schon mal nebenbei. Perfektissimo. Sind ein bisschen angepisst. Müssen sie mit leben. Da haben ein bisschen Schulden, ja. Aber das liegt damit, dass wir unsere Truppen wieder aufbauen. So. Erstmal gucken, dass wir ein bisschen forschungstechnisch wieder aufholen. Die schon annektieren. Ja. Machen wir es doch gleich mal. Annektieren wir die schon mal nebenbei. Hört auf, mich zu beleidigen. Was ist denn falsch mit euch, Alter? Hab euch nie was getan, oder? Ich einfach beleidigt werde hier in meinem eigenen Reich. Hier in 10 Wochen alle von mir geschluckt werden und jetzt hier meinen, sie können hier groß einen auf dicke Hose machen, hä? Ah, geht relativ schnell mit dem Annektieren. Sehr schön. Die 1000 Mann, die wir da übernehmen, die werden natürlich gleich in unsere Armee mit eingliedern. Sehr gut. Auch militärisch jetzt endlich mal aufgeholt. Toll. Miskusi. Okay, interessant. Die Polen sind aber jetzt aktuell hier ein bisschen beim deutschen Orden am Prügeln. Und von Masowien. Ist Masowien eigentlich auch Untertan? Ja. The fuck, Alter. Als ob die das jetzt einfach erobert hätten, oder?
gewinnen den Krieg sogar auf... Hä, was ist denn hier falsch, Alter? Hä, hey, haben 34.000 Mann, Alter. Als ob die gegen Polen mit 34.000 Mann gewinnen würden, halt. Würde mich jetzt verarschen oder was gerade? Halt nie im Leben. 34.000 Mann. Wir wollen ja nie gegen 34.000... Ah, ist scheiße. Ist halt kacke jetzt, dass die meinen Verbündeten kaputt hauen, Alter. Österreich, are we friends? Nee. Scheiße. Frankreich, are we friends? Nee. Komm, so schwach sind wir auch nicht, Leute. Halt, die haben schon einiges an Provinzen. So, die tun halt so, als ob ich der letzte Krüppel bin. Ja, ein bisschen schon. Oh, ein Reichsvorfall. Das Königreich von Italien, ja, das haben wir ja immer wieder. Das Königreich von Italien ist formell immer noch Teil des Heiligen Römischen Reiches, aber in vielerlei Hinsicht ein Schattenkönigreich, in dem die italienischen Staaten unabhängig vom Kaiser agieren. Das Versagen mehrerer Kaiser, die kaiserliche Autorität in der Region wiederherzustellen, hat weite Gebiete der Kontrolle von Staaten überlassen, die diese Autorität sogar offen ablehnen. Nun stellt sich für viele italienische Staaten die Frage, warum sie einen solchen Kaiser erlauben sollten, überhaupt irgendeine Autorität über die Ländereien auszuüben. Italien aufgeben. Oder herrschen. Ich würde sagen, wir herrschen drüber. Gut, die meisten sind dafür, dass wir es aufgeben. Idioten. Kann man denn... Das ist unser. Ihr habt kein Recht, das aufzugeben. Der Stand Bürger verliert Loyalität. Die haben doch gar keine Loyalität mehr, davon mal abgesehen. Ich finde es übrigens auch interessant, dass wir 10% von unseren Kronen verkaufen können, aber nur 5% wieder fordern. Das ist eigentlich auch verarsche so ein bisschen, ne? Na gut, egal. Spannung zwischen Adel und Klerus. Macht, was ihr wollt. Geht mir nicht auf die Nerven. So. Die Aufhebung der Appellationsmöglichkeiten. Das machen wir mal nicht erstmal. Würde ich nicht unbedingt behaupten, dass wir in der Position sind, hier uns mit allen aufzumucken. Man könnte jetzt natürlich auch Tempel bauen. Das Ding ist nur, dass mir die jetzt gar nicht so viel bringen. Auch nicht mit unserer Strategie aktuell. Deswegen werden wir das jetzt einfach mal skippen. 0,79... Kostet mich denn so eine Infanterietruppe? 0,23. Nehmen wir mal einen dazu. Der Morgenempfang. Was wollte er denn? Prestige pro Jahr 0,5. Steuernahme minus 10%. Verfügbare Berater 1. Der Adelstand liebt mich. Na dann. Österreich hat drei Bünde den Krieg erklärt. Ja, und wie gesagt, das war ja klar, dass hier eigentlich Ungarn und so keine Chance haben gegen Polen, Litauen. Das war zu erwarten. Da haben die echt die Teilen aufgegeben. Ja, der Nachteil der ganzen Geschichte ist, wobei Polen mag mich sogar. Warum nicht? Klingt jetzt in erster Linie mal komisch, aber das Ding ist, wenn ich mit Polen verbündet bin, werden die nicht zu mir expandieren erstmal. Oder können sie auch gar nicht. Selbst wenn die das Bündnis brechen, hätten wir einen Waffenstillstand. Und Polen-Litauen ist eine unfassbar starke Verteidigung für uns. Und wir können die hofieren und richtig ausnehmen. Und als Verbündeten nutzen. Das ist ja hier trotz allem auch, wir müssen natürlich gucken, dass wir möglichst effizient irgendwo auch spielen. Apropos effizient. Ich denke, wir können in ein, zwei Jahren wieder Krieg führen. Mecklenburg ist eh gleich. Und dann, und dann können wir uns den Rest anschauen. So, ach du Scheiße. Warum mir immer meine administrative Macht nehmen? Das ist das Einzige, was mir noch bleibt im Leben. 96,3. Nächsten Monat sind wir da durch. Schauen wir mal, was das die aggressive Expansion macht. Okay, Integration. Diplomatische Reputation minus 3. Genau, hat uns aber keine AE gebracht. Einfach ganz entspannt die eingegliedert. Zeichen der Stärke. 15 im Besitz befindliche Provinzen mit... Standort Norddeutschland, das haben wir. Gibt uns einen dauerhaften Anspruch auf Sachsen-Anhalt, Hannover, Weser und Ostfriesland. Das ist doch mal nice. Und hat uns noch irgendwas gebracht, oder? Ich glaube, Prestige hat uns nochmal gebracht. Oder? Ich bin getäuscht. Ah, wir haben Schiffe. Oh, ich hasse Schiffe. Durch die ganzen... Nee, hä? Warum mache ich denn jetzt Verlust? Will ich verarschen? Ich verliere einfach Geld. Bin einfach insolvent. 10 Prestige, 1 Stabilität. Das ist nice. Ja, das nehmen wir doch gerne an. Aber ist auch maximale Stabilität. Das Core schon, ja? Das ist doch alles Core.
Das sind alles schöne Provinzen. Was ist euer Problem jetzt hier? Autonomie mal senken. Ja, genau null. So, Bogomilische. Was für Dinger? Neumarkt, Dramburg. Hier irgendwo machen die Krawalle danach. Ja? Und Professionalität ist schon bei 8,51%. Das ist schon mal sehr gut. Stufe 2 Künstler. Stabilität minus 10%. Das ist ganz toll. Während Böhme mich nebenbei beleidigt. Und wir jetzt eine Ehe mit Polen machen können. Ah, Österreich mag mich auch auf einmal. Jetzt kommt auf einmal alle. Sehr gut. Also jetzt haben wir zwei starke Bündnisse. Einmal Österreich, einmal Polen. Hervorragend. Damit sind wir auch ziemlich safe, was Kriege gegen uns geht. Wolgast hat deutschen Orden den Krieg erklärt. Na, ihr könnt mich am Arsch lecken. Ah, die sind verbündet mit... Gut, Bündnis mit Böhmen. Das ist ein Problem. Deswegen werden wir uns erstmal anderen Zielen zuwenden. Zum Beispiel Lüneburg. Die haben nicht nur so kleine Popelbündnisse. Ah, ich habe da auch einen Kriegsgrund. Ach so, so. Ja, ah, wir haben so viel Truppenstärke in Reserve. Was ist mit Sachsen-Lauenburg? Anhalt, Lüneburg, Schweiz. Das sieht schon besser aus. Das sieht an sich schon besser aus. Was ist mit Magdeburg? Magdeburg ist... Könnte ich die vasalisieren? Nee, oder? Nee, können wir nicht. Wir haben ja gegen alle Kriegsgründe. Sachsen, da ist Sachsen mit drin. Gut, Sachsen ist leider mit Thüringen, bla, und das wäre dann auch wieder blöde. Okay, was ist mit Glogau? Glogau ist raus. Lübeck. Lübeck hat Handelsliga. Handel, okay, wir haben auch keinen Kriegsgrund. Das wäre ideal, eigentlich. Anhalt. Wir könnten unsere Truppen mal... Oh, wir machen ein bisschen Gewinn. Hä, als ob die ihre Truppen immer den ganzen Tag wegschicken würden. Also wenn wir hier, wir könnten direkt hier beide Nationen aus dem Krieg rausnehmen. Wir haben 20.000 Rekrutenreserve. Das ist sehr nice. Also aufpassen mit diesen hässlichen Rebellen, die gleich irgendwo spawnen werden. Okay, sind einfach in Rostock gespawnt. Relativ verlustreich die Geschichte. Wir haben sogar unseren General in der Schlacht verloren. Ah. Oh. Oh. Okay. Wir müssten unsere Truppen jetzt hier quasi splitten. Dann hoffen, dass wir quasi beide zeitgleich auslöschen können. Also quasi Krieg erklären, besetzen, gleich beide Nationen komplett besetzen, vernichten, auseinandernehmen. Das wäre das Ziel. Mein Berater gestorben und warum ich auf einmal gewinne? Nee, mein Berater ist nicht gestorben. Wo ist denn jetzt die Armee von denen schon wieder? Was sind denn die? Sind die einfach weg, ich schwöre. So, kommen relativ wenig leider, weil unsere diplomatische Reputation halt im Arsch ist. Warum ist denn die so, wie lange ist denn die so schlecht? Also ich weiß schon, warum die so schlecht ist. Bis 1472, okay. Versammeln. Neumark. Ah. In Dramburg die Grundproduktion erhöhen. Das kriegen wir hin, glaube ich. Freuen sich alle. Freut euch nicht zu viel. So, haben wir das auch geklärt. Und wir haben jetzt auch tatsächlich erstmals genug Kronland. Es gibt jetzt hier quasi keine Probleme mehr. Jetzt können wir natürlich unser Kronland trotzdem noch weiter erhöhen. Das müsste eigentlich auch wieder Vorteile bieten. Ja, das ist ein bisschen ein Problem, dass sie natürlich so eine geringe Loyalität haben. 35,5 ist hier Standard. Die sollen sich mal nicht so haben, Alter. Oh Gott, ey. Jetzt gehen die mir auch noch auf die Nerven, ey. Wo ist denn jetzt hier die Lüneburger Armee hin? Hallo? Jetzt mal ohne Witz. Minus 5% lokale Kosten, minus 5% Entwicklungskosten. Das ist aber sehr nice. Mein Freund, der Kaiser. Das ist scheiße. Man hat es auch heute mit mir, so ein bisschen. Also ich würde den jetzt gerne den Krieg erklären, solange ich nicht weiß, wo Lüneburg seine Armee hat. Den Scheißdreck machen. Da kommt nur irgendein Blödsinn bei raus. Ja, und ich brauche mindestens 20 Gefallen bei Polen.
Oder warte mal, vielleicht treten die mir auch so bei. Ich bräuchte ja Polen eigentlich nur, damit die Böhmen erstmal auf die Schnauze geben, weil Böhmen an sich halt eine nervige Nation ist. Aber wir könnten die als unseren Rivalen richtig herlassen. Oh, sorry. Sorry, Ungarn. Einfach nur sorry, weil Österreich hat leider ein paar mehr Verbündete. Tut mir leid. Also Österreich wird es locker gewinnen. Österreich ist Kaiser. Österreich hat allein 25.000 Rekrutenreserve, nochmal 4.000 Mann, 5.000 Mann. Das ist, also selbst mit uns wäre das höchstwahrscheinlich nichts geworden. Ja, wir tun jetzt einfach mal so, als ob wir nichts gesehen hätten, ne? Es ist nur das Problem. Ne, doch, ich kann trotzdem Krieg erklären, glaube ich. Ja, aber wo ist die Armee von denen? Wo ist die Armee? Und hätten die überhaupt einen Grund, die wegzuschicken? I don't know. Oh, Autonomie nur mundlich, minus 0,05. Wenn er dann mal an die Macht kommen sollte, irgendwann mal. Und teilweise, naja, so hoch ist die Autonomie gar nicht mehr. Nur hier ein bisschen Autonomie. Ansonsten passt es überall null. Hier ist noch ein bisschen was, aber größtenteils ist unser Land auch in unserem Besitz, wortwörtlich. Ist mein Berater gestorben. Kurz gucken, ob die diplomatische Reputation ist natürlich ganz nice, beziehungsweise verbessern ist aber noch nicerer. Also. Ihr versteht bestimmt, was mein Problem ist gerade, ne? Ihr versteht doch hoffentlich, was das Problem ist. Oder erklärst jetzt einfach Wolgast den Krisen und hofft, dass Polen mit reingeht, aber Polen geht nicht mit rein. Weil meine Reputation so schlecht ist. Das kannst du auch keinem erzählen, Alter, dass meine Reputation so schlecht ist. Dass die mir jetzt nicht beitreten in dem Krieg. Hamburg ist jetzt mit dabei, aber Anhalt würde nicht beitreten, aber Hamburg ist auf einmal mit dabei. 16.000 Mann. Ja, warten ist nicht immer schlau, ne? An sich. Wäre es auch mal klüger, einfach mal direkt Krieg zu führen, tatsächlich. Ich habe eine Errungenschaft bekommen, die Kaisers neue Kleider. Was? Seid ihr blöd? Die haben mich zum Kaiser gewählt. Alter, ihr habt doch irgendwas geraucht oder so. So wollten die mich zum Kaiser wählen. Das ist also ziemlich das Dümmste, was du machen kannst. Okay. Jetzt haben sie mich einfach zum Kaiser gemacht. Interesting. Das Ding ist, das macht uns gleich relativ stark sofort. Allein, dass wir... Oh, unsere Einnahmen alleine. Einnahmen schön hoch, blub. Manpower natürlich sofort, 64.000 Maximum. Also aktuell würde mich keiner mehr wählen. Das Ding ist, wir werden nicht allzu lange Kaiser sein. Das heißt, wir müssen es jetzt nutzen, dass wir Kaiser sind. Und müssen hier quasi Krawalle machen. Aber unsere diplomatische Reputation killt mich halt auch mit... Bündnisse sind alle so ekelhaft. Es ist immerhin die Armee von denen da. Ich meine, jetzt ist das Ding, wir haben eine enorme Rekrutenreserve rein, theoretisch. Rekrutieren jetzt einfach mal mehr Truppen. Wenn er stirbt, das ist das andere Ding. Wenn er stirbt, war es eher. Er ist schon 52, das heißt, er könnte jeden Moment sterben. Bin ich beim Armee-Limit? Ne. 50 Armee-Limit. Okay, 20.000 Mann. So, aufhören das. Aufhören drillen. Nichts mehr drillen. Ja, die voten hier alle nicht für mich. Also ich weiß gar nicht, warum die mich gewählt haben. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also ich hätte mich nicht gewählt, sag ich euch ganz ehrlich. So, wir werden jetzt quasi mit einem Schlag... Jetzt sind die schon wieder weg. Ey, ihr gebt mir am Sack, Alter. Ohne Witz. 19.000 Mann gegen 20.000 Mann.
Keine Gefälligkeiten. Österreich ist Großmacht geworden. Böhmen hat uns als Rivalen bestätigt. Ja, das Problem ist halt einfach unsere Reputation. Die haben wir einmal komplett gekillt. Tauschen dich mal aus mit ihm. Wird jetzt auch nicht so viel Unterschied machen. Aber immerhin ist die Abneigung nicht mehr ganz so groß. Was wir jetzt machen könnten, wir könnten dann, sobald wir bei Polen 20 gefallen haben, natürlich... Also Österreich kennt jetzt auch einfach allen den Krieg, oder? Die sind jetzt mal richtig am Ausrasten. Ohne Witz. Österreich, erst erklärt sie den einen Krieg, dann wieder den anderen. Kriegstreiber. Hetzer. Echt schlimm. So, 0,29 im Monat. Sachsen hat mich beleidigt. Thüringen als Vasall. Was werden wir Überlegenheit demonstrieren? Da würde man Sachsen-Lauenburg mit reinrufen, wenn wir Anhalt als Kriegsdings nehmen. Und bei Sachsen, ja, das wäre so ein großer Krieg wieder. Ja, wir warten einfach ab. Gut Ding, wir Weile haben. Tatsächlich. Und in unserem Fall würde es nicht schaden, einfach ein bisschen die Beine flach zu halten. Hier ist unsere erste Ideengruppe verfügbar. Und dann nehmen wir direkt, Handel als erstes. Ja, wir können auch direkt das erste freischalten. Machen wir jetzt aber nicht. Achso, wir sind ja Kaiser. Das Kaiser haben wir auch automatisch nochmal einen weiteren Ding. Einmal hofieren. So. Ja, Ideen brauchen wir jetzt aktuell nicht machen, weil ich habe kein, kein Kohle. 40 militärische Macht verlieren 33 Dinge. Okay. Bitte, dann machen wir das doch gerne mal. Können wir eigentlich mal die Stände wieder erpressen? Es gibt illoyale Stände, ja. Die werden sie auch bestimmt irgendwann wieder einkriegen. 1469, 1469. 5, Dankeschön. Sehr nett von euch, mir hier diesen Gefallen zu tun. Also die würden mir auf alle Fälle joinen. Die dem Minusvertrauen. So, also wir können jetzt einmal Kriegsvorbereitung. Mit Kriegsvorbereitung passiert dann nämlich Folgendes. Sie hat den Krieg erklärt, treten die mit hoher Wahrscheinlichkeit bei, weil plus 20 wegen Kriegsvorbereitung. So, und... Okay, die ruft man nicht. Die ruft man nicht. Okay, passt. Also, wir lassen das so. So, die Polen-Litauer treten jetzt hier bei. Wir marschieren jetzt erstmal dorthin. Die Schlacht gewinnen wir. Die Schlacht werden wir auch gewinnen. Trotz Überquerungsmalus. Dachte ich eigentlich. Nee, tatsächlich nicht. Unbedingt hier der Fall. Boah. Ne, wir werden die hier verlieren. Können wir zurückziehen? Oh, wir haben nochmal gut gewürfelt. Ach ne, wir haben leider trotzdem verloren hier. Die Schlacht da unten haben wir hingegen gewonnen. Aber trotzdem schade, dass wir die Schlacht hier verloren haben. Aber wir haben eben relativ starke Verbündete. Was ist denn mit dem? Was sind die so als stark alle? Auch hier wieder ein Überquerungsmalus. Weil alle anderen Werte sind 1 zu 1 gleich, aber die haben natürlich hier den besseren General leider. Einmal komplett nach Hause. So, Polen regelt das schon für uns, hoffe ich. Ja, Polen räumt auf. Schön. Oh Gott, Leute. Schau, deswegen, also man muss wirklich sagen, Brandenburg ist zu Beginn eigentlich relativ schwierig zu spielen. So, Polen-Litauen unterstützt uns halt massiv, also. Die werden hier ganz klar für den Sieg sorgen an der Stelle. Was spielen wir denn da oben überhaupt für eine Schlacht? Warte mal ganz kurz. Ne, Flott. Also, okay, ich dachte kurz, dass wir vielleicht über dem Flottenlimit sind oder irgend so ein Quatsch. War aber auch nicht der Fall. Ah, das ist doch schön hier. Ne, ich finde das toll, wie wir hier auch schon alles besetzen nach und nach. Und alle kaputt machen. Hamburg holen wir uns natürlich auch noch nachher. Oder holen wir es jetzt gleich mit. Da können wir nicht viele Gebiete plündern. Ja, viele Gebiete plündern. Das können wir, genau. Genau. Ganz toll und so. Vor allem ganz gut, dass wir hier
die anderen gut im Griff haben. So, Vertrauen. Warum ist mein Vertrauen überall gesunken? Wegen dem Bündnisbruch? Echt? Solche Mimöschen? So einen kleinen Bündnisbruch so rumheulen, oder was? Ihr seid schon richtige Geier, ja. Das muss man euch schon mal lassen. Also Lüneburg wird... Wir müssen mal gucken, was billiger ist. Vasalisieren oder annektieren. Das müssen wir uns nachher mal anschauen. Ansonsten vasalisiere ich die halt. Aber netterweise haben sie mir das Gebiet auch gegeben. Die haben mir kurz überlegt, ob sie es selber nehmen. Okay, pass auf. Wenn wir die jetzt vasalisieren würden, das wäre 25 AE. Das zu erobern wäre 8... Schau. Ist einfach billiger, die zu vasalisieren. Und dann nachher zu annektieren. Das ist einfach deutlich weniger AE. Also das Ding ist, gut, das Anhalt ist eine Reichsstadt. Dachte ich eigentlich. Anhalt ist keine Reichsstadt? Ach, Anhalt ist eine Kraft. Was war? Ach, Goslar war eine Reichsstadt. Ah. Achso, ihr lehnt ab. Ist halt auch so geil, ja. Wen habe ich denn eigentlich den Krieg erklärt? Sachsen-Lauenburg, ne? Ist eigentlich traurig, dass ich schon wieder nicht mal mehr weiß, wen ich überhaupt den Krieg erklärt habe. Oh, der Kaiser ist krank. Oh, nö. Gut, er wird bald sterben. Hauptsache, wir haben halt eben hier die Möglichkeiten genutzt, die wir hatten, erfolgreich Krieg zu führen. Hier unten wird die Schweiz gerade aufgegessen von Litauen. Robin, falls du das siehst, es ist nichts Persönliches, das sind die Litauer, die das machen. Ich würde aber an der Stelle sagen, ist ein guter Punkt, die Folge zu beenden. Ich bin unfassbar hyped schon wieder. Es ist 26 Jahre sind wir drin. Wir haben schon gut was erreicht. Wir sind drauf und dran, weitere Gebiete zu unterwerfen. Die Schweiz wird uns ein kleines Geld verbieten. Und dann bin ich raus für heute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.